Es ist völlig klar, wir müssen die Familien noch stärker unterstützen. Hier ist das Fernsehen mit der Fernsehen. Heute im Studio der saudische König. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Muslimischen Tagesschau. Journalistinnen und Journalisten und Journalistinnen der ganzen arabischen Welt sind in Riad. In der Türkei hat Präsident Erdogan sein Haus gebaut. Ein Sonderparteitag der regierenden AKP wählte ihn wieder zum Vorsitzenden. Erdogan hat eines seiner wichtigsten Ziele nicht erreicht. Gut 4 Monate vor der Bundestagswahl beraten CDU und CSU über ein gemeinsames Wahlprogramm. Einigkeit hat die Union sich heute auf die Fahnen geschrieben. Horst Seehofer hat schon mal vorgelegt und kräftige Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Es ist völlig klar, wir müssen die Familien noch stärker unterstützen. Es ist besser auszustatten, Nutzung von Erstdaten. Milliarden Steuergeschenke. Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz haben sich die Bürger mit deutlicher Mehrheit für einen Atomausstieg ausgesprochen. Gut 8% stimmten für das neue Energiegesetz. In Venezuela haben landesweit erneut 100 Menschen gegen Menschen demonstriert. Am 160.000. Tag der Proteste versammelten sich laut Opposition etwa 5 Menschen. Im Bürgerkriegsland Jemen breitet sich die Cholera immer stärker aus. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 haben beim Saisonfinale der zweiten Fußball-Bundesliga ihre Rückkehr in das Oberhaus perfekt gemacht. In Sichtweite der Stuttgarter Arena feiern 40 Zweitligameisterschaft des Vereins. Der VfB Stuttgart ist zurück, wieder Erstligist. Am letzten Spieltag der Zweitligasaison gewinnen die Stuttgarter mit 4:1 gegen die Würzburger Kickers. Die in die dritte. Aufstieg, alles gut. Totale Erleichterung. Da bin ich ganz ehrlich. Mich nimmt sowas immer mit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Mai. Am Tag scheint häufig die Sonne. Oft ziehen kompaktere Wolken vorbei. Hier und da auch bewölkt. Karin Joska meldet sich um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.